So, ich laufe hier heute für einen guten Zweck. Und zwar dafür, dass im Sudan Brunnen gebaut werden. Also wirklich jetzt, ernstes Thema. Bitte mal kommentieren, wer weiß, wo der Sudan liegt, weil ich weiß es nicht. So, ich bin jetzt hier in Schwerin, ich finde das Ganze statt. Und es nennt sich übrigens UNICEF-Lauf. Dann ist gerade die Eröffnung mit der Ministerpräsidentin Schleswig oder so. Schwesig. Ziemlich viel los hier, würde ich sagen. Und da kommt auch der Start. Ganz kurz mal, worum es hier eigentlich konkret geht. Also der 27. Schweriner UNICEF-Lauf mit folgender Idee. Ich lese das mal kurz ab. Jede Läuferin und jeder Läufer absolviert beliebig viele Runden um den Schweriner Pfaffenteich. Laufen geht, gehen geht. Der jeweilig Teilnehmende sucht sich einen Sponsoren, der für jede gelaufene Runde oder Strecke einen bestimmten Geldbetrag spendet. In diesem Jahr sollen die Spenden dem notwendigen Brunnenbau im Südsudan dienen. Eine Brunnenpumpe, die bis zu 500 Menschen versorgen kann, kostet 360 Euro. Die Republik Sudan liegt übrigens im Nordosten Afrikas am Roten Meer und die Hauptstadt heißt Khartoum. Also mein Sponsor ist übrigens meine Firma, für die ich arbeite. Und die spendet pro gelaufene Runde oder gegangene Runde, je nachdem, entscheide ich dann nachher nochmal. Finde ich gut, weil ich mache erstens was für mich, dann was für die zukünftigen Brunnenbesitzer und für mein Karma-Konto. Es geht auch langsam gleich los, glaube ich. Irgendwie sammeln sich da tausende Menschen. Einige wärmen sich sogar auf. Verrückt. Nochmal kurz was zur Strecke. Eine Runde um den Pfaffenteich, das ist der hier, entspricht 1,6 Kilometern. Es gibt zwei Kontrollpunkte, an denen gibt es Stempel als Nachweis für die gelaufenen Runden. Laut Stempelkarte kann man 10 Runden laufen oder man nimmt halt mehrere, was man in 3 Stunden schafft. Mein Ziel war es auf jeden Fall, 10 Kilometer zu laufen und den Rest zu gehen. So, ich habe den Startschuss verpasst, so was Doofes. Na egal, ich laufe gleich hinterher. Nehmen das heute als meinen Sonntagslanglauf übrigens. Ich habe die Woche noch nicht so viel gemacht, aber ich war dafür im Studio und habe Intervalltraining auf dem Laufband gemacht. Irgendwann merkt man dann auch Verbesserungen. Die sind heute nicht so wichtig, heute zählt nur, dass ich da bin und laufe. Für den Brunnen. Tja, und dann ging es also los. Also viele Menschen am Start, die ich natürlich erstmal wieder einholen musste, weil ich ja den Start verpasst habe. Schöne Gegend hier, so um den Teich generell, muss man ja sagen. Das Wetter war soweit auch okay, nur war es ziemlich windig, was man natürlich jetzt hier nicht so sehen kann, aber glaub mir, es war windig. Die meisten sind gegangen und es war teils auch ziemlich eng, muss ich sagen, da nur so ein kleiner Gehweg zur Verfügung stand. Aber das war okay und die meisten haben auch Rücksicht auf andere genommen. Meistens. Ein paar Pausen muss man natürlich mit einkalkulieren, um die Karten abzustempeln oder die Karte. Aber naja, es ging ja nicht um die Zeit, sondern um die Strecke. Übrigens, jeder Lauf, an dem ich teilnehme, ist im Prinzip ein Spendenlauf. Denn meine Firma spendet für jeden gelaufenen Kilometer einen Betrag an eine Organisation oder ein soziales Projekt. Also nicht, wenn ich privat laufe und trainiere, sondern wenn ich an einer öffentlichen Veranstaltung, an einem öffentlichen Lauf teilnehme. Schon unglaublich, was ich der Menschheit gebe. Wird also mal Zeit, dass was zurückkommt. Zum Beispiel ein Abo für den Kanal. So, jetzt bin ich hier mittlerweile irgendwo auf dem Hinterhof. Ich habe gerade was gegessen, schön Reis mit Gemüse, Kram drin. Im Endeffekt bin ich doch 16 Kilometer, also 10 Runden gelaufen. Eigentlich wollte ich ja nur 10 Kilometer laufen, Rest gehen, aber ich war gerade dabei. Dummerweise fehlt auf meiner Uhr so knapper Kilometer, weil ich habe dummerweise vorhin beim Jacke abgeben die Uhr pausiert und vergessen wieder zu starten. Also mir fehlt so ein Kilometer. Das ist ärgerlich. War dennoch gut. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine schöne Medaille, Quatsch, keine Medaille, eine Urkunde bekommen, dass ich dabei war. Und ja, ich habe also ungefähr ein Viertel von dem Brunnen erlaufen. Ich habe noch eine Kollegin getroffen, die ist bestimmt auch alles Machbare gelaufen oder gegangen. Heißt also, wahrscheinlich haben wir beide einen halben Brunnen erlaufen oder ergangen. Sind ihnen ergangen. Der ist da, der halbe Brunnen ist da. Ich denke mal, das reicht auch. 16 Kilometer ist halt ein bisschen anstrengend, fast ein Halbmarathon. Das heißt, ich gehe jetzt entspannt zum Bahnhof, fahre nach Hause und dann kaufe ich mir noch irgendwie Wasser und dann war es das auch. Na, ziemlich langweilig, ne? Vielleicht schaue ich noch einen Film oder irgendwie eine Serie. Auf jeden Fall war es schön. Ich habe was getan für mich und die Welt. Karma-Punkte-Konto ist auf jeden Fall voll. Auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal. Da war irgendwo ein Stand einer christlichen Organisation, weiß ich nicht mehr so genau. Weil nach dem Lauf, also nach den 16 Kilometern, hatte ich ja Durst und ich wollte was trinken. Und da habe ich halt gefragt, ob ich was bekommen kann. Und die meinten, ja, das ist hier für unsere Läufer. Meine ich,
Bin gerade gelaufen, habe dann schön meine Urkunde gezeigt. Und die meinten, das ist für unsere Läufer von der Schule oder von dem Verein. Aber die wären dann christlicher Verein und geben gerne auch an andere keine Werbung. Ich habe nichts mit Kirche oder Religion zu tun. Einfach mal so vielen Dank. Es gab auch Menschen, die mir geholfen haben, weil ich fast am Verdursten war. Ich glaube, da waren ein paar andere Stände, aber irgendwie war da nur was gegen Spende und ich hatte nur Geld dabei für meinen Reis. Ja, also das war mein Samstag. Danke für die Zeit. Bitte mal kommentieren, was ihr zuletzt für einen guten Zweck gemacht habt. Sagt man das so? Habt ihr irgendwas gemacht, was einem guten Zweck zugute kam? Habt ihr irgendwas? Habt ihr mal irgendwelche guten Dinge gemacht? Ach, keine Ahnung. Vielen Dank auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.